Wir veranstalten es jetzt das 8. Mal und was es spannend macht, es sind wirklich jedes Jahr bringen wir eine Menge neuen Input. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wir jedes Jahr ein neues Thema vorgeben. Dieses Jahr eben mit dem Impuls-Impetus von Dietrich Diederichsen. Und wir freuen uns immer sehr auf die Öffnungen, weil wir selbst nicht wissen, was passieren wird. Die Galerien öffnen sich, die Stadt öffnet sich. Und das macht das Festival, glaube ich, sehr lebendig und insofern für uns nach wie vor sehr, sehr spannend. Das Galerienfestival, also Creative Vibe, wurde aufgepasst, um den Spot auf die Galerien hier zu richten, um zu sagen, Wien ist auch Ort zeitgenössischer Kunstproduktion und zeitgenössischen Kunstgeschehens. Und ich glaube, das ist jetzt passiert. Also das merken wir kontinuierlich. Es gibt verstärktes Interesse, auch seitens der teilnehmenden Kuratoren. Dieses Jahr kommen die Kuratoren wirklich aus der ganzen Welt. Kuba, Mexiko, Brasilien, Amerika, Estland, Island, Bangladesch. Also die komplette Bandbreite. Und auch diese Menschen, das sind ja jetzt mittlerweile 150 Kuratoren, die hier waren in diesen 8 Jahren, auch diese Geschichten, die die wieder erzählen, wie sie das Festival wahrnehmen, wie wichtig sie es finden für sie selbst, für den Standort Wien, das zeigt uns einfach, dass das ein richtiger Schritt ist oder ein richtiges Projekt ist. Mhm. Also grundsätzlich geht es darum, die Wiener Galerienszene, den Galerienstandort zu positionieren. Einerseits natürlich auch hier in Wien, aber international, da müssen wir nochmal nachstoßen. Das ist einfach erklärtes Ziel des Projektes, wirklich zu sagen, Spotlight international auf Wien. Und natürlich geht es auch darum zu sehen, wie geht das Galeriengeschehen hier in Wien weiter, wie entwickelt sich die Stadt in dieser Hinsicht, und da möchten wir auch dabei sein. Stolz bin ich auf die 19 Ausstellungen, stolz bin ich auf die Galerien, die teilgenommen haben und immer wieder ihre Räume öffnen, aber nicht nur ihre Räume öffnen, sondern eben auch ihr Programm. Das heißt, hier wird wirklich den Kuratoren großteils freie Hand gelassen und das sieht man einfach in den Ausstellungen. Mhm. Wir sind die Koordinatoren, wir sind die Organisatoren, das ist sozusagen immer ein aufwendiger Job. Das ist, sind 19 sehr starke Persönlichkeiten am Werk, einerseits seitens der Galerien, andererseits sind auch die Kuratoren natürlich sehr, sehr starke Persönlichkeiten mit starken Positionen. Das ist mitunter auch aufwendig, aber macht den Job natürlich auch so spannend. Die Wirtschaftsagentur Wien ist eine Standortagentur, die beschäftigt sich von Technologie über Forschung, Dienstleistung, Start-up-Unternehmen, eben auch mit dem Bereich der Kreativwirtschaft. Ein Teil oder ein für uns definierter Teil der Kreativwirtschaft ist der Kunstmarkt, und für den Kunstmarkt, für den Galerienstandort haben wir eben 2009 Creative Buy entwickelt, ein Netzwerk- und Strukturprogramm, um wie gesagt zu sagen, Wien ist auch Galerienstandort und ein sehr wichtiger. Ich glaube, einerseits sozusagen, und das ist ja das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, ist natürlich auch die institutionelle Ebene ganz wichtig. Also Wien hat ja im Vergleich zur Größe der Stadt ein sehr hohes oder sehr großes Kulturangebot auf institutioneller Ebene, und unser Bereich oder unsere Arbeit liegt näher auf sozusagen dem wirtschaftlichen oder unternehmerischen Weiterentwickeln des Standortes, einerseits mit Galerien, aber andererseits auch mit den ganz vielen kreativen Unternehmen, die wir unterstützen, um zu sagen, dass es auch eine Weiterentwicklung in der Stadt, die Sichtbarkeit dieser Unternehmen ist ganz zentral für die Weiterentwicklung des Kunstgeschehens in der Stadt. Ich habe ja zunächst mal auch eine kleine Vorgabe gehabt, also diese Gruppe der, ich weiß gar nicht, wie es eigentlich zustande gekommen ist, aber es gab sozusagen schon eine Art Thema, und das war die Hommage. Und also das Vorkommen, Auftauchen von ja meistens freundlichen oder Verweisen auf ältere Künstler, Künstlerinnen, Bewegungen etc. Themen. In zeitgenössischer Kunst, und ich habe daraus versucht, etwas zu machen, was sich mit Fragen beschäftigt, die mich interessieren, und das war jetzt auch ein ganzes Bündel eigentlich von Themen, die alle damit zu tun haben, dass halt die bildende Kunst mehr und mehr ja stark personenbasiert ist, also Personen sind eigentlich
der Orientierungspunkt für Preise, Einfluss etc. Es ist also nicht so, dass man wie früher, als es sozusagen um Bewegungen und die sogenannten Ismen ging und die Legitimationsstrategien über irgendwelche Argumente liefen, läuft es heute über die Autorität, das Charisma, die Schönheit, Celebrity-Status, was immer von Person. Das bedeutet auch, dass sich natürlich die Legitimationsstrategien darauf aufbauen, was nicht immer sehr schön ist und reduktionistische und reaktionäre Momente auch hat. Und dass also auf jungen Künstlern und Künstlern so der Druck lastet, sie müssen also einerseits jetzt etwas ganz Neues tun, was Neues erfinden, andererseits müssen sie aber ihre Person irgendwie legitimieren, denn sie können sie nicht mehr über irgendeinen Ismus legitimieren. Und das ist eigentlich ein Widerspruch. Man kann nicht sozusagen zugleich neu anfangen und für die Neuanfang zuständig sein und Trägerin von irgendeiner schon legitimen Substanz sein, die irgendwo aus der Vergangenheit kommt. Dieses Thema hat mich interessiert. Ich beobachte schon länger, dass auf größeren internationalen Ausstellungen darauf eingegangen wird, indem sozusagen so eine Figur immer wichtiger wird, das nenne ich die radikalen Großeltern. Also nicht der Vater oder die Mutter, die sozusagen dann entweder positiver Bezug ist oder ermordet werden muss, sondern sozusagen eine dritte Figur, Großväter, Großmütter, und die kann man dann, die sind dann einerseits eine Entdeckung, die man selbst gemacht hat, deswegen meine Herkunft habe ich mir selbst ausgedacht, sind nicht vorgegeben, funktionieren aber genauso wie etwas vorgegeben ist. Ja, sie sind einerseits ist ja die eigene Herkunft nicht verfügbar, aber wenn ich mir aus der Kunstgeschichte Großeltern ausleihe, dann verfüge ich über meine Herkunft. Und das ist sozusagen ein Trick, der heute häufiger zu beobachten ist. Insgesamt ist das Ganze natürlich, diese ganze Vererbungs- und quasi familiäre Struktur problematisch. Ich kann eigentlich niemandem was vorwerfen, der darin oder die darin irgendwie versucht, sich interessant zu manövrieren, aber ist es natürlich insgesamt problematisch, weil sie sozusagen von den Sachen zu den Personen rüber gewechselt ist und auch, weil sie sozusagen den westlichen Kanon stabilisiert. Ne? Und das ist ein anderer Aspekt des Essays auch gewesen, was sozusagen jenseits des westlichen Kanons mit diesen Herkunftsgeschichten los ist und dass da natürlich oft Herkunftsgeschichten eine ganz andere Rolle spielen, als sozusagen die Kunstpraxis zu legitimieren, sondern eher auf der inhaltlichen Ebene relevant sind. Ja, muss man ja gar nicht unbedingt. Es ist halt, in dem Moment, wo sie quasi durchschaut oder beschrieben ist, ist sie natürlich ist sie in der Gefahr, trivial zu erscheinen, wie ja auch sozusagen der ödipale Vatermord auch trivial ist, weil man weiß, wie er funktioniert. Trotzdem ist er für diejenigen, die ihn durchführen, nicht trivial. Ja? Also in dem Moment, wenn man also in so eine Situation reingeht, ist das nicht trivial, weil es geht dann ja um was. Es ist dann ja nicht nur der formale Mechanismus, der da stattfindet und der das wäre der Tat dann auch für alle Beteiligten langweilig, so, da kommt der Sohn, jetzt bringt er mich um, okay. Sondern das ist ja dann mit Fleisch und Blut gefüllt. Trotzdem, also mal von diesem Problem abgesehen, dass er von einer gewissen Distanz aus das Ganze langweilig wird, ist für mich das größere Problem eher das politische Problem so einer generellen Feudalisierung, eines Familiärwerdens, sich auch in bestimmten Familien, die dann auch sozusagen in der dritten Generation kunstbezogene Kinder hervorbringen und so weiter, sich einschließende Kunstwelt. Das ist natürlich eine Tendenz, der entgegensteht, dass sich sozusagen die Kunstwelt und Kunstmarkt auch zugleich expandiert. Also bloß ist diese Expansion nicht unbedingt eine über Klassengrenzen hinweg. Das ist trotz aller gegenteiliger Bemühungen passiert das relativ selten. Und da sehe ich eigentlich eher die Probleme. Ich benutze das Wort Identität äußerst ungern. Ich halte Identität in der Regel für ein Zwangsverhältnis, das manchmal sozusagen aus strategischen Gründen nötig ist, sich darauf zu beziehen, aber das letztendlich mich etwas zu sein oder zu tun zwingt, was stark eingeschränkt ist und Verfügbarkeit einschränkt. Das ist eben in diesem Sinne natürlich auch sozusagen in politischen Konfliktsituationen oder insbesondere dann, wenn man irgendwie verfolgt wird, kann das strategisch eine Rolle spielen. Aber ansonsten denke ich, dass das
die Neigung, die viele Leute heutzutage haben, identitär zu werden, sich mit einem bestimmten Herkunftszusammenhang stark zu identifizieren, ausgesprochen problematisch ist. Und dass natürlich Kunst versuchen sollte, das dem entgegenzuwirken oder das aufzubrechen. Kaum eine Tendenz, sondern mehrere. Also ich bin auch nicht jetzt fixiert darauf, die aktuellen Probleme unbedingt immer wieder erkennen zu müssen in irgendwelchen Kunstwerken. Das finde ich dann fast eher zu vorhersehbar. Aber es gibt eben einerseits sowas wie monografische Einzelausstellungen, die aber trotzdem kuratiert sind. Das finde ich immer eine ganz interessante Abweichung davon, dass Kuratoren, Kuratorinnen dann so ihre irgendwelche Entdeckung oder Vorlieben ausbreiten. Das ist also eine interessante Tendenz. Es gibt einige interessante Einzelausstellungen. Dann gibt es Ausstellungen von Leuten, die nicht hauptberuflich Kuratorinnen oder Kuratoren sind. Die fallen auch auf als abweichend. Also das wäre zum Beispiel Cosima von Bonin zu nennen, eine Künstlerin, oder eben Dirk Schönberger, Designer, Chefdesigner, aber er ist eben auch Sammler, und das ist natürlich auch ein Punkt, den man da erkennen kann. Also das finde ich, sind auffällige Geschichten. Und dann gibt es natürlich sehr unterschiedliche Arten, mit dem Thema umzugehen. Also es gibt solche, die das direkt als Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung nehmen, und es gibt solche, da muss man ein bisschen suchen, bis man es wiederfindet. Oder wo es auch sozusagen eigentlich darum geht, dann etwas zu zeigen, was ganz anderes ist. Also eine Ausstellung, die mir zum Beispiel auch gut gefallen hat, die eigentlich mit dem Thema nichts zu tun hat, ist die von Heike Munder kuratierte Ausstellung über sozusagen politische lateinamerikanische Kunst der Zeit der Militärdiktaturen in Chile, Brasilien und Argentinien. Das ist ein Thema, das mich persönlich auch sehr interessiert, oder eine Zeit, die mich auch sehr interessiert. Und das hat eigentlich mit meinem Thema nicht viel zu tun. Man kann komplizierte Bezüge herstellen, aber es ist nicht wirklich da.